Das vierte Material besteht aus 7 einzelnen Koffern. Jeder Koffer hat einen Übungsschwerpunkt und ist als Einzelkoffer verwendbar. Wichtig dabei ist, dass die Koffer untereinander alle kompatibel sind und ich mit jedem Koffer immer zusammenhängend bauen kann. Der erste Koffer ist der Koffer Konstruktion. Die Konstruktion ist eine wesentliche Voraussetzung für graphomotorische Leistungen. Bei der Übung baut der Therapeut ein grafisches Element vor, richtet das benötigte Material her und lässt das Kind dann die Vorlage nachbauen. In diesem Beispiel arbeiten wir, wie ein Kind im Vorschulalter diese Aufgabe lösen würde, nämlich im sogenannten in der spiegelverkehrten Darstellung. Jetzt ist die Übung beendet. Das Kind hat die Vorlage spiegelbildlich nachgebaut. Das seitenrichtige Nachbauen ist eine Funktion, die erst nach dem Eintritt in die Schule langsam entsteht. Kofferklassifikation. Klassifikation bedeutet, die Fähigkeit, Gegenstände nach Gleichheit, Ähnlichkeit oder Verschiedenheit in Gruppen zu ordnen. Dabei ist die Merkmalsuche von besonderer Bedeutung. Durch die Merkmalsunterscheidung kommt es zur Klasseninklusion oder zur Klassenexklusion der Gegenstände. Die Leistungen der Klassifikation sind zusammenfassend, von isolierten Inhalten zu Klassen, eindeutigere Begriffszuordnung zu zuvor definierten Klassen durch das Feststellen der Merkmale, verbesserte Präzision und Vermeidung von Ballast bei der Wissensaneignung. Mit dem Koffer Klassifikation können folgende Bereiche gefördert werden: Figurgrundunterscheidung, Wahrnehmungskonstanz, logisches Denken, unspezifische Vorläuferfähigkeiten, Klassifikationsleistung, Invarianz, bildliche Vorstellung und räumlich-konstruktive Fähigkeiten. In der hier gestellten Aufgabe soll das Kind die auf dem Pertra-Grundbrett liegenden Teile in 4 Gruppen aufteilen und jede Gruppe soll durch ein eindeutiges Merkmal gekennzeichnet sein. Die Merkmale sind vom Kind erkannt worden. Das hervorstechende Merkmal ist das Merkmal der Farbe. Die Aufgabe ist somit gelöst. Kofferrelation. Raumrelation, auch Raumorientierung genannt, ist die Fähigkeit, sich im Raum zu orientieren und Dinge zu anderen Dingen und sich selbst zu definieren. Auch unter Fachleuten gibt es keinen Konsens bezüglich einer einheitlichen Definition von räumlichem Vorstellungsvermögen. Mit dem Koffer Relation können folgende Fähigkeiten gefördert werden:
Erkennen der Raumlage, Erkennen der räumlichen Beziehung und die Figur Grundunterscheidung. Die Übung stellt einen Ausschnitt der Möglichkeiten mit der Arbeit des Koffers Relation dar. Die eine Gummischnur wird in den Stützbolzen eingefädelt und verankert. Dann werden willkürlich Kugelbolzen in das Grundbrett eingesteckt. Jetzt wird das Gummi willkürlich um die Kugelbolzen herumgeführt. Und zum Schluss wieder mit dem Schlitzbolzen verankert. Die Aufgabe ist jetzt, die rote Gummischnur genauso wie die blaue zu spannen. Also wird die rote Gummischnur erst wieder verankert und dann gemäß der blauen Gummischnur um die Bolzen herumgeführt. Wichtig dabei ist das Erkennen der räumlichen Beziehung der Kugelbolzen untereinander und wie die Gummischnur am Bolzen vorbeiläuft. Die blaue Gummischnur wurde genau so wie die rote Gummischnur gespannt. Arbeiten mit dem Koffer Diskrimination. Diskrimination ist die Bezeichnung für die Unterscheidungsleistung, welche sich auf das Auseinanderhalten von Reizmustern bezieht. Dabei ist die Merkmalsuche wieder von besonderer Bedeutung. Durch die Merkmalsunterscheidung kommt es zur Differenzierung der Reizmuster. Mit dem Koffer Diskrimination können folgende Fähigkeiten gefördert werden: Wahrnehmungskonstanz, Merkmalsuche, Merkfähigkeit, Figurgrundunterscheidung, Auge-Hand-Koordination und Auge-Hand-Hand-Koordination. Bei der Beispielübung liegen auf dem Grundbrett bereitgelegt zwei Seile mit einer Endkugel und Perlen, zwei Sätze mit identischer Perlenanzahl. Zuerst wird eine Kette ausgefädelt. Jetzt soll das Kind die Kette genau so nachfädeln. Wichtig dabei ist, dass das Kind die Unterscheidungsmerkmale erfasst und anwendet. Die erste Perle ist ein dicker, dunkelbrauner Zylinder mit den drei Merkmalen Größe, Farbe, Form ist der Zylinder ausreichend gekennzeichnet.
zweite Perle eine kleine naturfarbene Scheibe. Wieder ist die, das sind die Merkmale eindeutig bezeichnet worden. Eine große rote Kugel. Ein gelber, dünner Zylinder zur Unterscheidung zum dicken Zylinder. Eine große gelbe Scheibe. Eine grüne kleine Perle. Und eine große grüne Scheibe. Jetzt sind die Ketten identisch aufgefädelt. Arbeiten mit dem Koffer Graphomotorik. Unter Graphomotorik wird das Erlernen jener motorischen Abläufe verstanden, Sprache in solche grafische Zeichen umzusetzen, die für die schriftliche Verständigung als Grundlage dienen. Die Verschriftlichung der Sprache ist mehr als nur Graphomotorik und umfasst folgende Aspekte: Schreibbewegung, Raumgestaltung, Formgebung, Sinngebung, Sprachbildung, Ausdruck von Sprachbewusstsein und Rechtschreibung. Auf dem Grundbrett ist eine grafische Darstellung gebildet worden und diese grafische Darstellung soll von dem Kind jetzt im wahrsten Sinne des Wortes begriffen und erfahren werden. Am Anfang umfährt das Kind diese grafische Gestalt mit dem Auto mit einem Zapfen. Das einzapfige Auto ist in einer groben Unterarmbewegung durch das grafische Muster zu führen. Wenn das Kind ausreichende Erfahrungen hat, fängt das Kind an, das Muster mit dem zweizapfigen Auto zu erfahren. Hier sind differenzierte Bewegungen aus dem Handgelenk notwendig. Wenn das Kind die Form erfahren hat, fährt es die Form weiter mit der Stahlkugel ab und versucht die Kugel durch wenig Kraftaufwand durch die Form zu bewegen. Als letztes kommt ein Schritt, der schon sehr nahe an der Schreibbewegung ist. Eine kleine Stahlkugel wird eingelegt. Die beigefügte Plexiglasscheibe deckt die Form ab und mit den Gummiringen wird das Plexiglas auf der Form fixiert. Jetzt nimmt das Kind den Magnetstift in die Hand. Dabei
darauf geachtet, dass eine sinnvolle Stifthaltung zustande kommt und die Stahlkugel wird mittels Magneten durch die Bahn geführt. Wenn das Kind jetzt die Form erfahren hat, wird diese Form mittels Stift auf das Papier transferiert. Dann ist die Übung abgeschlossen. Arbeiten mit dem Koffer Mathematik. Für das Erlernen mathematischer Operationen sind die Vorläuferfähigkeiten bedeutsam. Vorläuferfähigkeiten sind jene Fähigkeiten, die sich das Kind im Vorschulalter erwirbt und sind Voraussetzungen für den weiteren Lernprozess. Mit dem Koffer Mathematik können alle Vorläuferfähigkeiten, die definiert worden sind, beübt werden. Im Beispiel wird der Umgang mit arabischen Zahlen und die 1:1 Zuordnung gezeigt. Der Einlegerahmen bildet den umschlossenen Raum für die ganzen Übungen. Die erste Sequenz ist, das Kind fügt die Einlegeplättchen der Reihe nach ein. Dabei ist gleich zu erkennen, ob das Kind eine Vorstellung der Zahlenreihe hat. In einem weiteren Schritt wird die 1:1 Zuordnung beim Zählen und das Gestalten einer entsprechenden Menge dargestellt. Das Kind legt auf jedes Plättchen in der vorgegebenen Position eine Stahlkugel und erfährt dabei immer: Mit einer Kugel komme ich eine Zahl weiter. Jetzt wird die Übung unterbrochen und das Kind soll die Menge darstellen, die mit der Ziffer 5 charakterisiert ist. Jetzt fährt das Kind fort, 6, 7, 8, 9, die Menge 10 wird wieder dargestellt. Der Zahlenraum bis 10 ist für das Vorschulkind ausreichend. Der Pertois-Spielsatz zeigt sich als neutrales Material und lässt sich mit fast allen theoretischen Denkmodellen verbinden. So kann der Montessori-Ansatz teilweise auch mit dem Pertois-Material umgesetzt werden.
obwohl das Tatra-Material eine eigene Didaktik entwickelt hat. Das Material ist neutral und das heißt, das Kind kann mit dem Material erstmal frei umgehen, um die vielfältigen Möglichkeiten im Umgang mit dem Material zu entdecken. Das spätere Arbeiten zeigt sich eng gebunden an wissenschaftlich bewiesenen und für die Entwicklung bedeutsamen Funktionen. Wenn der Therapeut das Material und die entsprechenden theoretischen Hintergründe erfasst und begriffen hat, kann er das Kind vom 6. Lebensmonat bis in die 4. Klasse, also in das 12. Lebensjahr hinein begleiten, auf allen Entwicklungsbereichen. Das Material kann jedoch keinen Therapeuten ersetzen und ist nur in Verbindung mit einem geschulten Therapeuten in seinem vollen Umfang auch einsetzbar und für das Kind nutzbar.